Immer wieder tauchen in der Presse Meldungen auf, dass Zähne die Ursache ungeklärter Erkrankungen sein sollen. Das ist ein Problemkreis, der seit Jahrzehnten in internationalen Akademien wie der European Academy of Craniomandibular Disorders oder der American Academy of Orofacial Pain behandelt werden und die wissenschaftlich beforscht werden. Um diesen Problemkreis überhaupt erklären zu können, brauchen wir einmal den Begriff des sogenannten Stomatognathensystems. Das ist eine funktionelle Einheit aus Zähnen, Zahnhalteapparat, Kieferknochen, Kiefergelenken, Kaumuskulatur und als übergeordnetes Steuerorgan das Zentralnervensystem. Wenn wir den Unterkiefer schließen, erzwingt das Kauflächenrelief durch die Interkuspidation eine ganz bestimmte Lageposition der Kiefer zueinander. Dabei muss aber auch das Gelenkköpfchen beider Kiefergelenke zentriert in der Pfanne stehen. Stimmt das nicht? Ist hier eine funktionelle Störung vorhanden, dann steht das Gelenk nicht zentriert und daraus folgen unwiderruflich Korrekturmechanismen. Es kommt zu einem permanenten Hin und Her zwischen idealer Gelenkposition und idealer Interkuspidation. Diesen Bewegungsmechanismus müssen immer die Kaumuskeln durchführen, deshalb kommt es sehr oft gerade bei diesen zu Verspannungen, zu Myospasmen, die bis zur Erschöpfung dieser Muskulatur führen können. Dann können akzessorisch Hilfsmuskel im Hals- und Nackenbereich und sogar bis zum Schultergürtel in Aktion treten und auch an diesen könnten Verspannungen auftreten. Es müssen aber nicht nur die Kaumuskel sein. Wenn wir uns das Stomatognathensystem als eine in sich geschlossene Kette vorstellen, deren Kettenglieder ineinander verhakt sind, so kann auch am schwächsten Kettenglied irgendwo die erste Pathologie auftreten. Es können an den Zähnen Schlifffacetten auftreten, es können Einbrüche im Zahnhalteapparat geschehen, es können schwere Gelenksprobleme auftreten, wie Entzündungen, Zerstörungen der Gelenksknorpel oder Perforationen des Diskus und sogar die ossäre Struktur kann deformiert werden. Nur ganz selten kommt es zu Störungen im Bereich des zentralen Nervensystems mit Migräne oder Kopfschmerzen. Wenn wir das behandeln wollen, so können wir von zahnärztlicher Seite mit einer Funktionsanalyse eine exakte Diagnostik treffen und als erste Hilfe eine Aufbissschiene anfertigen. Eine okklusale Rehabilitation ist allerdings dann erst die endgültige Therapie. Begleitend sollten myofunktionelle Übungen die Muskelverspannungen beheben helfen. Wir haben aber noch eine Ursache, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Nicht die Zähne. Die Alltagssituation, die Stressbelastung des Menschen führt dazu, dass er diese Belastung über die Zähne durch Knirschen und Pressen ableitet. Wenn das der Fall ist und eine Disharmonie im Stomatognathensystem vorhanden ist, wirkt letztere natürlich verstärkend. Die Beeinflussung der Stressbelastung liegt allerdings außerhalb des Fachbereiches Zahnmedizin. Und in krassen Fällen müssten dann Psychiater oder Neurologen zu Rate gezogen werden.